Heute machen wir die Google Challenge. Ausgabe 3. Die erste Kategorie ist Prominente. Und da werden wir jetzt einen Prominenten vorgegeben haben und wir müssen schätzen, wie viele Google-Suchergebnisse der haben wird. Und wir nehmen, weil ja bald der neue James Bond, also nicht bald, aber bald rauskommt, da spielt ja der Christoph Waltz eine auch sehr wichtige Rolle und den nehmen wir jetzt und wir müssen dann jeweils schätzen, wie viele Ergebnisse der wohl haben wird. Und das schreiben wir jetzt auch gleich mal auf. Jetzt nehmen wir auf Christoph Waltz. Was? Der hat einen Oscar bekommen! Ich kriege keinen Oscar. Also, sag erst deinen Tipp gerne. Was? Was? Das ist gleich wie ich. Nein! Doch. Ich hab sie. Beide 10 Millionen. Unglaublich. Das gibt's. Ja, okay. Neuer Tipp. Und ich muss mich outen, ich kenne Christoph Waltz nicht. Ich konnte überhaupt nicht einschätzen, wie bekannt er ist. Aber schauen wir mal, schon. Wer näher dran ist. Christoph Waltz hat 5.550.000 Ergebnisse. Tja, da. Das heißt, es ist ein Unentschieden. Jeder bekommt einen Punkt. Jetzt stellt sich heraus, dass es ein Unentschieden ist. Ja, jetzt ist es so. Also okay. Steht 1-1. Wow! Als nächstes wird jeder von uns einen toten Prominenten aufschreiben und den dann jeweils bei Google suchen. Und der Bekanntere, also bei Google Bekanntere, hat dann gewonnen. Es geht los, ich schreibe wieder auf mein Zettelchen hier. Drei, zwei, eins, okay. Michael Jackson. Amy Winehouse. Okay, nicht das Gleiche. Nicht das Gleiche. Und es wird wieder spannend. Da steht schon. 26.200.000 Ergebnisse. Und jetzt kommt der liebe Michael dran. 333 Millionen Ergebnisse. Das heißt, ich habe gewonnen, also bekomme ich wieder einen Punkt. Also es steht 2-1, oh mein Gott. Die nächste Kategorie ist Sportarten und da geht es jetzt erstmal los mit einer sehr ausgefallenen Sportart, die möglichst wenige Ergebnisse hat, die es aber wirklich gibt. So, wir fangen wieder an, hier auf den Zettel schreiben. Auf unseren klugen Zettel hier schreiben. 3, 2, 1, Handyweitwurf. Was ist eine Sportart? Mal an. Es gibt sogar eine Handyweitwurf-WM. Und hat 18.100 Ergebnisse. Und jetzt. Mal hier. Faustball. 679.000 Ergebnisse. Also, ich bekomme schon wieder einen Punkt. Also, es steht jetzt schon. 3-1 für mich. Kannst du mal gut zählen. Ja, als nächstes nehmen wir eine bekannte Sportart. Sagen wir Fußball. Fußball. Und wir müssen schätzen, wie viele Ergebnisse das bei Google haben wird. Und während wir schätzen, schreibt ihr doch mal in die Kommentare, wie viele Ergebnisse Fußball bei Google hat. Aber sucht jetzt mal nicht nach, sondern nicht suchen, sondern schreibt es jetzt in die Kommentare. Video. Jetzt! Während wir hier gerade rätseln. Ja, wir sagen also, euch, wann es weitergeht. Es geht los. Okay, in 3, 2, 1, 12.153.489 Ergebnisse. Ich schätze so 10 Milliarden. Okay. Ja. Die Lösung kommt in 3, 2, 1, 82 Millionen Ergebnisse. Ja, das heißt, ich habe diese Runde gewonnen. Ja, du bekommst einen Punkt, es steht 3 zu 2. Ja, ich habe auch die Erklärung dafür, dass es nicht so viele sind wie erwartet, denn Fußball heißt ja in anderen Ländern ganz anders und nur in Deutschland heißt es Fußball. Wahrscheinlich hat jeder Deutsche einmal nach Fußball gesucht, hat einmal einen Eintrag bei Fußball gemacht, einer Internetseite erstellt, die Fußball heißt und deswegen. Und deshalb gab es dieses Ergebnis. Ja, eben. Aber genau. Kommen wir auch gleich zur nächsten Kategorie. Wow. Als nächstes steigen wir ins Flugzeug und fliegen von Nürnberg irgendwo hin und es soll möglichst viel kosten. Also der billigste Flug von den angezeigten soll am wenigsten, meisten kosten. So also der Flug gesagt. Soll ja möglichst teuer sein. Und es geht auch los schon. Jeder sucht sich einen. Okay.
3, 2, 1. Neuseeland. Toronto. Okay. So. Du fängst diesmal wieder an. Soll ich anfangen? Nehmen wir Toronto. Hat sogar einen Flughafen. 595 Euro kostet der billigste Flug. Ich nehme Wellington. Das Finale. Wow. Wir werden jetzt unseren eigenen Namen, also Pommels Fritz getrennt und groß beides bei Google suchen und wieder schätzen. Wer näher dran ist am Suchergebnis, also an den Suchergebnissen, wie viele Suchergebnissen, genau, den Ergebnissen. Bekommt 2 Punkte, das heißt, entweder habe ich wieder eben gewonnen oder unentschieden. Du holst dann gleich schon raus. Und fangen wir auch. Ihr könnt auch jetzt schätzen, an. Während wir hier schätzen. Also ja. Es geht los. In 3, 2, 1. 1.111. 1.688. Okay, es wird spannend. Boah, jetzt wird's richtig spannend. Entweder ich hole mir hier die Blamage ab. Alles entscheiden. Oder ich schaff's tatsächlich noch allein dadurch, hier den Ausgleich zu schaffen. Bei Google nach Google zu suchen, ist ziemlich dumm. Ja, das deshalb mache ich das ja. Oh, die Spannung steigt. 1.040, das heißt, ich bin der absolute Sieger hier. Und wir kommen deshalb hier jetzt mal einen Applaus. Nein. Du kommst an der Runde Mitleid. Oh. Ich will euer Mitleid nicht. Okay. Schreibt jetzt mal in die Kommentare, wie gut ihr wart und wie viele Punkte ihr bekommen hättet. Ihr könnt einfach mal mitspielen. Ja. Erfahren Sie jetzt. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann klickt hier unten drauf. Genau, dann kommt ihr zu Abonnenten dazu. Ja, zu den anderen Abonnenten könnt ihr dann dazu gesehen. Ja. Und hier oben gibt es ältere Videos. Da zum Beispiel könnt ihr die erste Google Challenge und das letzte Video. Das war ein Time Flow Decision Flower heißt. Ja, auch ohne sehr interessant, da könnt ihr die Zeit manipulieren. Also kommt nächsten Sonntag um 15 Uhr wieder und lacht euch tot. Das Denken der Gedanken ist ein denkenloses Denken. Darum denke nicht gedacht zu haben, wenn du versuchst daran zu denken, nicht daran zu denken, dass du denkst, obwohl du nicht denkst. Was hast du dann gedacht? Eine gute Frage. Wenn ihr auch wie Jojo Split in diesem Fall im nächsten Video sein wollt, dann schreibt jetzt einen Kommentar und vielleicht werdet ihr Kommentare der Woche. Wow. Wir drücken euch ganz fest die Daumen, also seid kreativ. Wenn ihr bis zum Schluss dabei seid, dann schreibt hier unseren Hashtag der Woche quasi. Und zwar Hashtag was denkst du? Wir sehen uns. Tschüss.